So. Ja, schmeiß weg, Mammut. Schmeiß weg. Gute Idee. Komm von mir. Muss ja gut sein. So. Okay. Also, wir haben nicht ganz so viel Gold. Das ist halt leider Fakt. Also, außer wir haben noch Golderze in der Truhe. Das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Es sollte aber insgesamt, glaube ich, schon mal reichen für zumindest eine von diesen Photovoltaikzellen. Ne, Golderz haben wir hier nicht mehr. Und oben, glaube ich, in dem Häuschen da irgendwie auch nicht mehr. Nun gut. Dennoch machen wir jetzt hier draus dieses ganz komische Gedöns. Das da reinpacken, das da reinpacken und das. Ich brauche auch nur eine halbe Ewigkeit. Ja, sehr schön. Da kriegen wir tatsächlich relativ viel Quarz raus. Das ist sehr, sehr gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen... diese hier kriegen wir aus Eisen, Kohle und Silizium. Das machen wir dann halt im Anschluss dann. Und aus Eisen und Redstone machen wir dann halt diese komischen Leitungen oder zumindest dieses andere Zeug dafür, diese Barren dafür. Was wir in der Zeit machen können, ist einmal dieses Bindungsgemisch herstellen. Bitte warten. Dustone, ja, nee, das hilft mir jetzt nicht so viel. Jetzt können wir alles auch mal in die Recycling-Gedöns packen. 8 Ton, das ist auch nicht so die Welt. Na gut, 30 haben wir hier noch. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Ton sammeln. Ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und eigentlich würde ich jetzt halt auch so nebenher irgendwie auch diverse Themen halt noch so eingehen, die halt einem so zwischendurch in den Kopf kommen. Und in letzter Zeit, ne, halt, ne, ich bin sehr, sehr viel am Rumprobieren, am Überlegen, wie mache ich denn hier und das und dies und jenes und hast du nicht gesehen. Und dann kommst du einfach nicht dazu. Das ist ein Hammer. Ne, du kommst einfach nicht dazu, hier auf diverse Themen einzugehen, wie zum Beispiel jetzt hier, keine Ahnung, G20 und hast du nicht gesehen. Wobei G20, da würde ich jetzt auch nicht wirklich darüber reden, weil, ne, das ist ja irgendwie, ja, das wurde ja überall breit getreten, weil man kam ja irgendwie nicht dran vorbei. Aber trotzdem, ne, nur mal so als Beispiel. Ne, thementechnisch, man kommt ja irgendwie gar nicht mehr voran. Ich habe vergessen, irgendwie nachzugucken wegen Brot. Ja. Ist ja schon ein bisschen, ne? Ich bin gestresst in Minecraft, aber das ist okay. Das war ich lange nicht mehr. Sehr, sehr lange nicht mehr. Da tut das tatsächlich mal so zwischendurch mal wieder ganz gut. So ein bisschen. Ein bisschen Stress ist ja nicht verkehrt. Nur halt, ne, zu viel sollte man nicht haben. So. Dem, da, dam, 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 dam. Wir haben eigentlich auch gar nicht mehr so viel Zeit, uns um die Baumplantage zu kümmern. Weizenplantage. Zumal wir sowieso immer zu wenig Samenkörner, aus welchem Grund auch immer, hatten. Ja, für den Nachbarn, ich glaube, vielleicht sollten wir hier mal Licht drunter bringen unter die ganze Sache. Weil sonst könnte das noch böse ausarten. Haben wir denn noch? Ja, aber. Hammer. Haben wir hier 4. Kriegen wir 16 Fackeln raus. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Zack. Da ist hier mal ein bisschen beleuchtet, weißt du? Nicht viel, aber ein bisschen. Aber dennoch gehe ich erstmal schlafen. Ich bringe Fackeln lieber bei Tag ein. Ja, ja. Und ja, hier Dach kommt immer noch irgendwann. Irgendwann. Wenn die Zeit gekommen ist. Wenn ich mir Zeit dafür nehme. Ja, ja, die Sache mit dem Zeit nehmen. Ist so eine tolle Sache. So. Auch wenn ich das hier mag, ne, mit dem mystischen dunklen Wald und alles, ne, aber es ist gesünder, wenn wir uns hier um ein beleuchtetes Areal kümmern. Nicht, dass wir zwischendurch irgendwie mal, ne? Und so ein bisschen Zeug absammeln wollen. Und dann geht das nicht, weil wegen Tiere.
Oder, ja, Creepers sind ja keine Tiere. Was? Creeper sind keine Tiere? Nein, nicht wirklich. Hui. So. Ich mag das halt auch, wie hier die Sonnenstrahlen reinfallen. Auch wenn mir eigentlich die Sonnenstrahlen aus dem anderen Shader besser gefallen haben. Weil die jetzt so ein wärmeres Licht abgegeben haben als hier das weiße Licht. Aber es ist immer noch sehr schön. Ist aber Fakt. Gefällt mir. Bisher, ne, so jetzt so die letzten paar, keine Ahnung was. Was, wir haben das doch noch voll gemacht? Ah ne, nicht ganz. Wie ich mir das jetzt hier in letzter Zeit gemoddet habe, es gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich ja einfach mal mir selbst zugestehen. Super, da ist Erde drin. Warum ist denn da jetzt Erde drin? Habe ich das reingepackt? Ich weiß es nicht. Es kann sein. Es kann sein, dass ich solche Dinge getan habe. Ich weiß es nicht genau. So, und eigentlich hätte ich halt gern, dass halt diese Solarzellen sich dann nach einer gewissen Zeit einfach mal selbst produzieren. Halt, ne? Wir haben halt auch so ein Auto-Werkbank-Gedönsdingens, auch wenn ich noch nicht so ganz genau weiß, wie das wirklich funktioniert. Automatische Werkbank hier. Ich weiß nicht genau, wie halt der Nutzen davon genau funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Na, aber das ist halt sowas, ne? Das muss ich halt lernen. Und irgendwann, keine Ahnung, wahrscheinlich muss eine Werkbank haben, die halt automatisch hier Bindegemisch herstellt und dann dies und dann das und dann jenes. Und, ja, hätte ich theoretisch gern, ne, dass sich das halt so nach und nach halt einfach selbst produziert. Und wir dadurch halt so einen kleinen Vorteil haben. Jetzt weiß ich, wo hier alles stehen geblieben ist. Ich verstehe. Und wir haben gar keinen Platz. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich auch, warum wir, ne, kein Dingens hatten. Kann ich das hier so? Ja. Können wir ein bisschen Platz sparen. So. Ich meine, es reicht immer noch nicht hier, ne? Aber hey. Leg mal die Samen ab, leg mal die Baumwollsamen ab, meinetwegen. Ist jetzt wird's wieder zugemüllt, ne? Es ist halt leider so. Aber alles zum Wohle der Items, die hängen geblieben sind. Boah, wie viel ist denn da? Kein Wunder, dass die letzte Ernte so mies ausgefallen ist, wenn hier alles noch hängen bleibt. Also wirklich. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Und auch jetzt, ne? Aktuell, ich bin halt wieder viel am Überlegen, was machst du denn hier, was machst du denn da, was machst du denn hier und dort und überall. Ne? Und deswegen, ja, im Moment ist halt wirklich gesprächsthementechnisch, ne? Sofern es nicht irgendwelche Fragen gerade spontan aus dem Chat sind, der jetzt aktuell ja nicht da ist, weil ich ja spontan aufnehme, dann hast du da wirklich ein Problem, dann irgendwie irgendwas zu belabern, weil Vegan, du bist konzentriert. Das ist ein bisschen so, als würde ich hier irgendwie was anderes spielen, weißt du, wo du dann halt die ganze Zeit dann nicht irgendwie in den Chat gucken kannst. Und sich dann halt die Leute in Anführungszeichen beschweren. Oh mein Gott, jetzt liest doch mal den Chat. Ich habe dich was gefragt. Oh mein. Ne? Ja. Ist halt so. Oh, guck mal, da ist noch Weizen. So. Dann können wir jetzt auf jeden Fall mal wieder eine ganze Plantage hier befüttern. Kann es sein, dass die Items da noch immer gelegen haben von der letzten Ernte? Es kommt mir wirklich so extrem viel vor. Müsste man jetzt ausrechnen, ne? Wie viele Felder wir hier theoretisch haben, wie viel da tatsächlich halt rumgekommen ist und all sowas. Bin ich aber gerade zu faul zu. Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 8 haben wir. Einfach 56 haben wir. Das mal 1, 2, 3, 4.
224 plus 48. Kopfrechnen will gerade nicht. 264, 200. 72. 272 müssten wir eigentlich jetzt haben an Weizen, nur mit dieser Ernte. Wenn die ganzen Felder voll gewesen wären. Gucken wir mal gleich, wie viel Weizen da wirklich rumgekommen ist. Weil dann habe ich tatsächlich noch eine Mod drin, die verhindert, dass halt Dinge despawnen. Das könnte eventuell noch problematisch werden. Sollte vielleicht mal alles konfigurieren. Das hatte ich jetzt gesagt, 272, ne? Nicht, dass ich mich da verrechnet habe. Das heißt, es müssten Stacks technisch sein. Ja. 272 durch 64 macht eine Menge. 64, 128, 254, also 4 Stacks und ein bisschen. Theoretisch. Ja, wirklich 4 Stacks und ein kleines bisschen, wenn es denn, ne, wirklich voll gewesen wäre. Und 12, glaube ich, ne? Ja. Ich bin nass geworden. Oh. Ich bin doch Gamer. Das geht doch nicht. So, wir haben... Falsche Truhe. Nein, falsche Truhe. Hier. 4 Stacks. Und ein bisschen mehr. Das ist mehr als 264. Das ist mehr als, ne? Wir vorhatten uns mal, wir haben echt Samen en masse. Okay, dann sind also tatsächlich Items hängen geblieben. Es gibt nichts zu denken. Es sollte mir auch zu denken geben, ne? Ich mag das auch, wie jetzt hier überall die ganzen Blätter runterfallen. Das ist so schön. So schön. Auch wenn die Mod halt wirklich, ne, Ressourcen frisst wie sonst was, aber es ist so schön. So schön. Nein, dein. So, haben wir ein Stack Brote. Das hatten wir bei der letzten Ernte definitiv nicht. So. Das ist doch schön. Wunderschön. So, wie weit ist denn jetzt hier unsere Produktion so im Ganzen? Das Ding brennt hier noch fleißig. Das hier ist ein bisschen fertig. Haben wir 12 energetische Gedönsdinger des Todes. Dann war das andere mit Kohle, Silizium und Eisen. Hauen wir mal das ganze Silizium ruhig mal weg. Hier, das Ding ist fertig, das Mahlwerk. Dann können wir bestimmt hier mal wieder ein bisschen Sand holen, das schon mal wieder zu Silizium verarbeiten. Und dann mal gucken. So, denn... Add Ender Gedöns. Obwohl, nee, das machen wir nicht so. Wir machen erstmal, weil wir kommen jetzt sowieso noch nicht großartig weiter, ohne... die Leitungen. Hier. Das Bindegemisch. Stelle ich hier. Kies, Sand. Und ganz einfach ein Lehm. Oh, Ton. Okay. Ach so. Ja, klar. Ja, natürlich. Sollte erstmal reichen. So, dann brauchen wir ein bisschen Sand von da hinten. Ja, das könnte auch schon mal schneller laufen. Wir hauen da, glaube ich, nochmal eine Ladung Stein drauf, ne? Bei Gelegenheit. So, dann müssen wir halt schon wieder schlafen gehen. Es ist doch nicht wahr. Ja, 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 ja. Ich
weiß auch gar nicht, worüber ich jetzt hier so noch so erzählen kann, was halt sonst so mich so in letzter Zeit bewegt hat, außer halt, ne, Minecraft hat wieder an Magie für mich gewonnen. Yay. Was grundsätzlich sehr schön ist. Na, und ich freue mich halt schon irgendwie darauf, das hier in schöner hinzubauen und nicht so rudimentär, wie das halt hier so ist, ne? Das kann man schöner bauen und das dann halt auch noch vernünftig da im Industriewerk gedöns, ne? Wäre nicht verkehrt.